Willkommen zurück zu einer neuen Folge Empyrean, dem Galactic Survival. Ich merke gerade, mein Stuhl knackt sehr übelst dich. Naja. Was auch noch ganz komisch ist, wir sind wieder zurück in der Base. Ich habe dann, wo ich die letzte Aufnahme beendet habe, ist mir aufgefallen, dass ja unten links das kleine Symbol für Vergiftung war. Und ich dann kurz nach Ben der Aufnahme, der nämlich instant auch tot war, leider. Dann bin ich aus Versehen auf den Button wieder home mich gekommen, eben, also dass ich wieder hier mich generieren lasse. Bin dann zum Bohnengleiter gelatscht. Also wieder den ganzen Weg bis hier hoch. Hab denn gemerkt, dass der Bodenkleider sich eben komplett leer geschossen hat, eben, denn schon wieder ein Truppentransporter da war, ein Haufen Drohnen kamen dann eben und da habe ich dann das ganze Ding dann da abgebrochen, eben hab den wieder hierher geholt, wollte erstmal ein bisschen Munition mir hier craften, hab dann wiederum festgestellt, dass mein Magnesium ja alle ist, weil ich glaube ich hatte für meinen Bodenkleider noch nichts gemacht, Nee, die 15 mm habe ich hier noch nicht mit herstellen können. Eben, also muss ich da erstmal zumindest Magnesium, das müssen wir. Nee, hier habe ich noch Sprengstoff etc. alles, aber keine normale Munition. Da habe ich ja auch so viel reingeschmissen hier. Kann ich ja den Rest eigentlich auch oben lassen, dann. Habe ich da höchstens zumindest mal was drin. Also Ende vom Lied müssen wir so oder so wieder uns Zeug besorgen, also Magnesium. Und das werden wir doch jetzt mitmachen müssen, ganz einfach. Ich weiß ja nicht, hatten wir hier irgendwo. Wir hatten ja Eisenhaare gehabt. Ich muss auch unbedingt mal Dings machen hier. Magnesium ist ein bisschen weiter weg dort. Was ist näher dran, da oder da? Ist eigentlich hier Hauptwehrsprung war. Dadurch, dass ich aber jetzt für meinen Bodenkleider nicht habe. Wir gehen hier mit hin. Und. Ach so, ja. Da kommen wir meine 10 Probleme zusammen. Mit den Dings. Mit den. Flux- und Stromspule jeweils 2. Ja. Das ist doch mal wieder. Ja, wir gehen zu unserem Eisenhaarer hin. Und gucken da dann mal nach Rohes. Ach ne, hau mal da die kleineren, das reicht da auch zu. Ich muss so oder so mal hier. Wie viel Promethium haben wir noch da? Da kann ich zumindest da noch mal ein bisschen was anschmeißen an. Pellets habe ich ja nur noch da. Ne, hier oben habe ich es noch. Och, würde schon sagen, hä? Ist hier irgendwas falsch gelaufen? Ne, machen wir hier mal ein bisschen mehr. Den geben wir, nehmen wir uns noch was zu essen mit? Ah ja, haben wir hier genügend noch. Sauerstoff. Wo habe ich Sauerstoff? Ach, hier oben habe ich auch. Hä? Ach, das war hier unten mit drin. Oh. Ich genie wieder hier. So, machen wir mal einen kleinen Ausflug hier. Über 200 Promethium, das reicht für meine kleine Basis erstmal soweit. Achso, nee, ich muss ja da lang klatschen. Nun natürlich schade, dass ich für meinen kleinen Bodenkleider da nicht habe. An Munition. Aber da müssen wir jetzt erstmal so weit durch, denn. Wir
muss auch gucken, ob ich denn. Was hat man hier schon gehabt? Ach, das Pulsgewehr hatte ich hier noch gehabt. Genau. Dafür hätte ich höchstens noch mal ein bisschen Munition mitnehmen können. Aber Scharfschützengewehr habe ich ja ein bisschen was. Lass mich ja jetzt in Ruhe, ja. Ich hab so oder so nichts dabei, was mich interessiert. Prometheum ist doch hier unten drunter. Müsste ich doch hier irgendwo angebohrt haben, oder nicht? Ah, ja. Ah, nehmen wir das zumindest noch mal ein bisschen mit. Meine Fresse, ey. Ja, doch, habe ich richtig ausgewählt. Nicht, dass ich wieder hier falsch bin, ey. Und ja, erstmal stundenlang Ressourcen vernichte, sozusagen. Ja, hier werden wir bloß 50 Stück oder sowas mitnehmen. Dass wir da das, was wir gerade produzieren, mit ausgleichen können. Hoffentlich kommt der kleine Riese hier nicht rein, ey. Wäre natürlich nicht so optimal. Aber die können ganz schön Schaden austeilen. Oder Schaden machen. Ganz schön austeilen und hohen Schaden machen. So. Das ist, glaube ich, über mir, oder? 49. Achso, stimmt ja, ich habe ja das darin geladen. Deswegen ist er jetzt alle. Na, hoffentlich findet er den Eingang nicht. Können wir den auch mal gleich killen mit der Pistole? Ja, sollte ausreichen. Oh! Kuckuck, kleiner. Ja, jetzt habe ich aber was gekriegt hier. Ey. Ja, schön viel XP hier. Wunderbar. Und nicht dabei. Die machen wir trotzdem mit. So, was hast du jetzt? Na ja. Natürlich im. Ja. Im Single ist das immer nicht so ausreichend. Ach, wir haben genügend Nahrung. Da brauchen wir uns jetzt hier nicht wegen so einem Kleinen da noch ihn abbrechen. Gehen wir eigentlich in die richtige Richtung. Hä? Ach, da muss ich hin. Also nochmal über den See drüber hier, der jetzt kommt. Aber Richtung Westen ist schon eine gute Option hier. Ja, muss man mal gucken, wie viel wir da an. Ach, der Himmel, das ist ja noch da drüben dann ungefähr. Ja, das ist wieder eine kleine Weltreise. Den können wir hier zumindest nach. Oh, das. Oh nee. Ich habe gedacht, das tut jetzt mal richtig weh. Na los, komm hier. Hm. Machen wir den kurzen Weg. Und eben. Ja, fliegen wir mal ein bisschen hier drüber. Jetzt mal wieder hier. Eine Folge. Dann können wir jetzt ein bisschen die Ausdauer sparen. Oh, nee, doch nicht. Ja, tschum. Kann man ja eine Blub ab ins Wasser. Schade, dass das zum Beispiel jetzt hier eben, was dieses hoch oder runter manövrieren aufs Jetpack mitgeht. Eben. Deswegen mache ich den meistens so lange, wie es sich noch auflegt. Kann man ja hoch schwimmen wieder. Und wenn es dann wieder aufgeladen ist, kann man ein bisschen wieder sich ein bisschen schneller vorwärts bewegen. So. Und ich kann man auch mal zwischendurch mal die Ausdauer ein bisschen runternehmen. Und immer so ein bisschen spielen, dass man relativ schnell auch zu Fuß hin und her kommt. Denn was ist denn da rechts eigentlich? Oder sind das bloß Palmen da? Achso, jetzt kann ich ein bisschen schlecht gucken mit meiner Waffe.
Forschungsstation hier, okay. Mann, den nehmen wir noch mit, wegen der XP. Komm, dreh dich mal um. Oha. Na, gut. Doch, ganz gut getroffen. So, Magnesium, wo bist du? Machen wir erstmal hier ein bisschen abbauen. Mal die schnelle Variante mal ganz kurz nehmen erstmal. Müssen wir dann bloß dran denken, dass mal da dann auch umschalten. Dann sobald das Magnesium dann irgendwie mal zum Vorschein kommt hier. Ja, jetzt sicher. Und umschalten und dann kriegen wir da auch ein bisschen Ressourcen raus dann. Dümm, dümm, 6 Schotter. Mach nicht so viel Schotter, mach hier ein Dings, Magnesium brauche ich. Oh, wer will denn hier schon wieder was eher? Du bist noch weit weg. Gut. Ah, einmal bitte in Ruhe lassen hier, wenn ich hier ein bisschen Magnesium hier zusammensuche. Weil jetzt ganz übertreiben will ich es eigentlich auch nicht. Zumindest erstmal. Achso, das habe ich jetzt oben mal ein bisschen abgeschwächt, das Ganze. Ich glaube, ich habe es abgeschwächt. Bin zumindest der Meinung, dass jetzt nicht mehr ganz so viele Drohnen kommen. Weil 6 Stück waren ja immer doch schon ganz schön. Und das ist ja eigentlich nur, das ist eigentlich so die nächste Option, da die Drohnenbasis platt zu machen. Obwohl, ich habe es jetzt auf dem Server und da kommen auch gar keine Drohnen mehr. Finde ich eigentlich danach schon wieder fast so ruhig. Weil das ist eigentlich da schon fast ein reiner Bausimulator. Also man kann bauen, 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 ohne dass irgendjemand sich da bedrängt fühlt, weil wir uns auch eigentlich alle immer noch relativ einig sind da. Und ja, da wäre eigentlich eben so Drohnenangriffe eben relativ passend immer mal. Jetzt muss ich so oder so mal kicken, die Base ist, weil die kommen ja eigentlich so aus dieser Richtung hier. Weil ich denke immer ja, 10 Uhr 1. So, Außenposten. Ghost Rider. Weil hier ist ja nirgendwo die Drohnenbasis, hä? Ghost Drohnenport 1? Ne, das müsste ja eigentlich die. Das ist ja auch schon wieder eine Nachschubstation, großer Außenposten. So, das hatte ich noch nicht großartig erkundet, aber das hier weiß es nicht. Oh, komisch. Weil sonst hat man ja direkt explizit so eine Drohnenbasis dann, die man ja platt macht, aber die habe ich ja hier noch nicht so wirklich. Ob es Ghost schon? Könnte man probieren. Die dann mal mit fertig zu machen dann. Deswegen will ich ja aber erstmal mein Schiff richtig hoch waffnen, bewaffnen, dass da genügend Munition dann auch zur Verfügung steht, um dann einen kleinen Krieg mit anzuzetteln. Wie viel haben wir hier? Naja, 177 Magnesium. Machen wir noch bis auf 200 hier hoch und dann kann ich da, ist ja schon gleich. Dumm, 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 das ging ja jetzt doch relativ schnell. 1,37 Kilometer ist jetzt auch nicht so weit weg. 110, passt.
Da kommen wir jetzt hier nicht mehr raus, oder was? Nee. Wenn nicht, machen wir das hier mal ein bisschen niedriger alles. Schon mal mit, dass es noch besser passen tut hier. Bin ich jetzt hier reingezoomen oder was? So, dass man zumindest noch so eine kleine Art Vorsprung noch hat, ja. Weil von hier aus kommt man dann auch mit der zweiten Stufe den Höhe hoch hinaus. Basis entweder kurz vor oder durchs Wasser durch. Ja, war eigentlich mit am schnellsten gewesen. Zum Glück habe ich hier mal einen Helm, auch wenn ich immer auf Akku oder sowas unterwegs bin, das mache. Wundere ich mich immer, Helm, was meckert der denn? Was soll ich denn da machen? Achso, ja, Helm unter Wasser aufsetzen. Sonst ist das ein bisschen blöder. Na, jetzt springt der komplett hier raus, ey. So, und weiter hier die wilde Reise in der Luft. Ja, wunderbar. Mal schauen. Ja, dann bringen wir noch ein paar Golems auf den Rückweg um. Das wird, denke ich mal, schon werden, weil die Truhen werden wir, denke ich mal, nicht mehr einsammeln können. Und das steht direkt ja am Wasser. Zwei sogar. Wenn wir die beiden haben, dann ja, können wir doch noch hier. Oh, ein Prometheum-Erz, geile. Oder? Zumindest ein bisschen mal was. Und noch eins. Müssen wir erstmal hier uns ein bisschen auffüllen, sonst. Haben wir es auch erlebt, da kommt auch ein Golem noch näher. Aber so langsam wie die laufen, da ist ja immer. Da kann man sich ja eigentlich Zeit lassen dazu. So, dann essen wir gleich noch was mit hier. So. Wo bist du denn hier? Hä? Ah, da hinten. Und da. Ah ja, wir nehmen euch alle mit hier. Aber ja, genügend Munition von dem Scheißzeug da haben. Und vor allen Dingen bringt es XP ohne Ende. So, das war wirklich gut. Jetzt sind wir schon Level 19. Was bringt denn auch höchstens was? Jetzt müssen wir erstmal hier wieder den blöden Berg hochkommen, eher. Oh, los, komm. Hops, hops, hops. Ja, komm. Jetpack. Manchmal tut es auch Nerven mit dem Jetpack, dass das dann so eine Geräusche von sich gibt. Machen wir noch einen hier, oder? Weil der hängt da fest, so eine. Vor allem ist das hier blöde auf dem scheiß Berghang hier. Hier. Oh. Ich kann fliegen. Ne, ist eher ein Abstürzen. Ah, gut. Nur ein bisschen was verloren. Na, das war aber mal eine schöne, sanfte Landung gewesen. John. Oder nehmen wir hier noch ein bisschen Fleisch mit? Ah, können wir eigentlich auch hier brauchen, ja. Die fliegen ja immer überall, ja. Alien-Drohnen, was konnte man denn da machen? Da konnte man doch auch. Irgendwas Medizinisches herstellen, ne? Ja. Dafür war das gut gewesen, ey.
Komm, jetzt sicher. Da sollte man nachladen, ja, aber. Das wäre ja auch mal ganz gut angebracht. Was nimmt der denn hier eigentlich auf? Schotter immer, ne? Schotter, Magnesium und verdorbenes Lebensmittel. Wunderbar. Wie viel habe ich denn hier aus dem Großen eigentlich rausgekriegt von dem... Ach, zweimal Pentaxid. Ah. Ich habe mich letztens wohl nämlich auf den Server gewundert, warum ich da immer bloß eins rausgekriegt habe. Aber die sahen ja auch anders aus. Na, kommen die jetzt auf mich zugeflogen hier, oder? Die Drohnen, die Dröhnendinge. Ja, nehmen wir mal mit. Falls wir irgendwann mal das große Raumschiff zusammen haben. Weil ich kann ja nicht mal ins Außen-Schnellbau-Menü machen. Weil ich ja die fertigen Sachen da habe. Da muss ich wirklich aufs... ja, aufs Allermeiste eigentlich verzichten. Hauptsache irgendwie irgendwas zusammenschustern, dass ich dann doch auf einen besseren Planeten komme und dass wir da dann weitermachen können oder nochmal eine neue Base dann bauen können. Entweder Akura oder Omikron, müssen wir mal gucken, wo wir da denn uns niederlassen dann demnächst, wenn wir dann irgendwann mal genügend Flugspuren zusammen haben. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich auch nicht das so weit verballern, eben, was die Flugspulen angeht. Sondern da zukünftig erstmal was zusammensparen und dann erstmal ein großes Raumschiff bauen. Aber dafür muss man erstmal noch ein paar Flugspulen finden. Jo, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Munition noch weitermachen hier. Eisen eher zu viel, eher. Können wir eigentlich dann auch wegpacken hier, aber wo ist denn das andere hingeflogen? Hier unten. Du kommst mal hier oben hin. So, dich kann ich wegpacken, dich kann ich wegpacken, dich kann ich wegpacken. So. Da Wasserstoff kommt da noch mit rein. Und dann werde ich hier erstmal. Boah. Das sind 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Schuss. Das sollte erstmal ein bisschen. Was reichen und was bringen, und dann lasse ich das hier erstmal durchlaufen, das Ganze, und dann noch ein bisschen anderes Munitionszeug erstellen, und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Also bis dahin, dann ciao.